Wahre Schönheit kommt ja angeblich von innen. Zarte Haut ist nicht nur vererbt. Auch das, was wir essen, kann unser Hautbild verändern. Aber machen Pommes wirklich Pickel? Wie ernähre ich mich richtig, damit die Haut gesund bleibt? Und all diese Fragen wird uns jetzt Dermatologin Dr. Jarl Adler beantworten. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Und wir haben viele Zuschriften bzw. Anrufe bekommen, zum Beispiel über Facebook von Tati. Ich habe einen Speicheltest gemacht und reagiere auf viele Lebensmittel. Was ist von so einem Test zu halten? Ich habe ständig Ausschlag am ganzen Körper. Es ist gut, wenn man Ausschläge, Ekzeme am Körper hat, an eine Allergie zu denken. Man sollte aber erstmal die klassischen Allergietests durchlaufen. Das sind zum Beispiel Hauttests, wo Nahrungsmittelallergene in die Haut eingeritzt werden und nach 20 Minuten sieht man, ob da eine Histaminausschüttung entstanden ist. Und das repräsentiert dann eine Allergie, die auch im Körper stattfinden kann, im Darm. Ne? Es gibt auch Allergietests, die man auf den Rücken aufklebt und welche, die man im Blut untersucht. Und das gehört zum klassischen Spektrum. Die Speicheltests sind nicht so ganz der Standard, ist zwar in Ordnung. Ist manchmal so, dass dann alternative Unverträglichkeiten rauskommen, die man ernst nehmen muss. Zum Beispiel gibt es Menschen, die denken, sie haben eine Weizenallergie oder eine Autoimmunerkrankung gegen Weizen. Das würde man mit den klassischen Allergietests nicht rausfinden. Aber es ist manchmal einfach eine Weizensensitivität da. Es ist eine moderne Erkrankung, die man erst erforscht, wo man aber einfach sieht, dass der moderne Weizen, der so weiterentwickelt ist, so ein Hochleistungsstoff, einfach nicht mehr gut vertragen wird. Der Darm reagiert dann nicht mehr so, wie er sollte. Und die Haut reagiert immer mit dem Darm mit. Im Zweifel also pieksen lassen, vor dem Speicheltest vorzuziehen. Frau Liebald rief uns an, sie hat eine Schuppenflechte und fragt, was sie ernährungstechnisch dagegen tun könnte. Es gibt Studien, die zeigen, dass man sehr viel mit Ernährung machen kann. Erstmal weglassen von Zigaretten und Alkohol. Manche Psoriasis-Schuppenflechtenpatienten vertragen auch kein Gluten, also dieser Weizen-Eiweiß. Aber sehr gut, hilfreich sind Vitamin D. Tabletten als Nahrungsergänzungsmittel oder eben aus der Nahrung und Omega-3-Fettsäuren. Von beiden weiß man, dass es die Hautgesundheit fördert und Entzündungen im Körper unterdrückt. Jetzt eine wahnsinnig unspezifische Frage von Sebastian über Facebook. Was darf ich alles essen und was nicht? Ja, es ist eigentlich eine gute Frage. Also man kann sich einfach merken, wir sind evolutiv eigentlich noch in der Steinzeit. Das heißt, unser Körper möchte gerne naturbelassenes Essen haben. Voller Mikronährstoffe, voller Pflanzenfarben, voller Ballaststoffe, viel Eiweiß. Das ist für uns gut. Nicht gut sind ja Fette, die die Industrie verändert hat. Solche gehärteten Fette, da kriegen wir Zivilisationskrankheiten. Nicht gut sind Glucose und Fructose, Sirup, also schnell freisetzende Kohlenhydrate, die auch in diesen weißen Mehlen sind, wo nur noch Stärke drin ist und gar keine wertvollen Pflanzenstoffe mehr aus der Schale. Man weiß ja, Teenie-Alter ist immer schwer, wenn sich der Körper umstellt, Hormone und so weiter, dann kriegt man oft unreine Haut. Aber dann gibt es schon manchmal auch im Erwachsenenalter Phasen im Jahr, da bekommt man auf einmal Pickel oder es ist irgendwie auf jeden Fall eine unreine Haut zu spüren. Warum ist das eigentlich so im Erwachsenenalter? Es gibt viele Studien, die das untersucht haben. Das liegt daran, dass unsere Ernährung nicht mehr ursprünglich ist, dass die Darmbakterienflora sich teilweise verändert durch diese nicht mehr naturbelassene Ernährung. Das heißt, da ist eine Empfehlung, auf die Darmflora zu achten. Das kann man auch machen, indem man sich in der Apotheke ein Nahrungsergänzungsmittel quasi aus Darmbakterien und deren Futter zulegt. Und bei der Akne und bei Pickeln auch im Erwachsenenalter ist der hohe Latte Macchiato-Konsum verwerflich, denn wer mehr als 150 Milliliter am Tag Milch zu sich nimmt, steigert sein Risiko für entzündliche Pickel. Da mache ich jetzt was ganz Gefährliches. Wasser. Nee, Kaffee. Danke für all die beantworteten Fragen. Jarl Adler war bei uns. In einer Stunde nochmal hier. Und wenn Sie zu Hause Fragen haben, wie die Ernährung auf die Haut wirkt, dann können Sie Frau Adler erreichen per Telefon, per Mail oder Facebook. Hier sind all die Informationen für Sie eingeblendet.